Die Gastfreundschaft also ist eine Haltung, die diesen Automatismus der Gleichsetzung von Fremdheit und Feindschaft unterbricht. Sie könnte also so etwas sein wie die Kultivierung der Feindschaft. Im Umgang mit dem Fremden, verstanden als der, die und das Fremde, gestatten Sie mir also diese großzügige Auslegung des Fremden. Ich möchte das als benutzen für das Fremde, für den Fremden und für die Fremde, also männlich, weiblich und sächlich. Im Umgang mit dem Fremden hat sich aber eine ganz andere Form der Kultivierung des Feindschaftsimpulses durchgesetzt. Nicht Gastlichkeit, sondern Verstehen. Ich will darzulegen versuchen, wie sich das Verstehen an die Stelle der alten Gastfreundschaft gesetzt hat und wie es deren strikte Forderung, den Gast und den Gastgeber ebenbürtig bleiben zu lassen, in eine hierarchische Beziehung der Unterwerfung umgeformt hat. Was unter Ebenbürtigkeit zu verstehen sei, hat Iwan Illitsch in einer kleinen Szene an der Mauer einer Moschee in Dhaka verdeutlicht. Er bricht morgens mit einem Freund, in dessen Haus er Gast war, zu einem Gang durch die Stadt auf. An der Mauer einer Sufi-Moschee stehen Bettler. Einem von ihnen legt er mit möglicher Diskretion ein 10-Franken-Stück in die ausgestreckte Hand und geht, um die Unauffälligkeit der Geste zu wahren, rasch weiter. Der Freund hält ihn am Ärmel zurück und weist ihn an, dem Bettler in die Augen zu schauen und sich vor ihm zu verneigen. Illitsch tut, wie ihm geheißen ist. Der Bettler segnet ihn, indem er nun seinen Blick erwidert und einen Koranspruch sagt. Er segnet ihn mit Allahs Segen. Und jetzt schreibt Illitsch, was da vor sich ging, war eine Feier der Unvergleichbarkeit von 10 Franken und Allahs Segen. Und gerade deshalb konnten wir einander in die Augen sehen als du und du. Die Unvergleichlichkeit der Spende hatte unsere Ebenbürtigkeit bezeugt. Illitsch nennt diese Unvergleichlichkeit eine dissymmetrische Komplementarität. Sie ergänzen einander, ohne dass sie symmetrisch wären. Es wird nicht Gleiches mit Gleichem vergolten dabei. Sie sind völlig asymmetrisch. Aber sie ergänzen einander und machen aus dem Ganzen dann eine Begegnung. Ich glaube, erst mit Hilfe einer solchen Erzählung können wir aufgestört werden aus einem Automatismus, der im Laufe einer langen, langen Geschichte in unseren Hirnen eingerastet ist und uns alles, was uns begegnet, sofort in äquivalenten Tauschkategorien ordnen lässt. Mit dem Ergebnis, dass das eine eben weniger und das andere mehr wert ist. Dies ist ja die beherrschende Weise, dem Fremden den Stachel zu ziehen, dass es als etwas Geldwertes abgeschätzt wird. So wird eben alles mit allem vergleichbar unter der Frage, was es kostet, und alles wird einander gleich, nur hat eben auf der Skala zwischen wertlos und hochwertig das eine diesen Platz inne und das andere jenen. In der modernen Einschätzung, in dieser an Tauschkategorien orientierten Einschätzung, ist der Segen des Bettlers, für den man sich doch nichts kaufen kann, wie man heute gern sagt. Dafür kann ich mir nichts kaufen. Und zwar meint man damit etwas absolut Verächtliches. Also der Segen des Bettlers ist in diesen Kategorien ganz unten auf der Skala eingeordnet.
Zurück zur Ebenbürtigkeit. Es bedarf also, um Ebenbürtigkeit zu pflegen, diese unverzichtbare Bedingung von Gastfreundschaft, einer radikalen Abstinenz gegenüber der Herstellung von Vergleichbarkeit. Das sagt sich so leicht. Aber es ist tatsächlich, glaube ich, die Bestreitung dessen, was allenthalben im Moment im Gange ist, nämlich die Ökonomisierung aller gesellschaftlichen Belange, die gerade in der Herstellung von Vergleichbarkeit ihre Pointe hat. Wenn Sie heute die Bildungsdiskussion sich anhören, da geht es nur noch um Vergleichbarkeit. Und wenn ich das also sage, dass hier die Ebenbürtigkeit der Menschen bestritten wird, indem Vergleichbarkeit hergestellt wird, dann würden mir wahrscheinlich die Bildungstheoretiker sagen, Ivo, wir wollen doch gerade alles mit allem gleich machen. Aber ich glaube, dass man diese Szene so deuten muss, dass die Herstellung von Vergleichbarkeit ein Anschlag auf die Ebenbürtigkeit der Menschen ist. Und zwar sage ich Ebenbürtigkeit und nicht Gleichheit, um nicht in die Falle zu laufen, dass wir mit der Gleichheit die Herstellung von Konformität meinen können. Also der Verzicht auf Vergleichbarkeit ist in der heutigen Situation absolut revolutionär.